Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. So. Bist ein braves Pferd, Nobu. Oh, hier vibriert irgendwo was. Muss in der Nähe von hier sein. Hier ist halt, glaube ich, drinne. Hier. Gespräch mit dem Khan 6. Kutun scheint die Ereignisse in Burg Kaneda und die Befreiung von Fürst Shimura hinter sich gelassen zu haben. Teilweise, weil Burg Shimura noch ihm gehört, die strategisch wichtiger für die Kontrolle über die Insel ist. Sie schützt auch seine Truppen im Norden, die derart geheimen Befehlen folgen, dass ich nicht herausfinden konnte, wie sie lauten könnten. Und ich glaube, es bereitet Kutun Freude, den Machtsitz des Shimura-Clans zu entweihen. Jedenfalls scheint Kutun überzeugt zu sein, dass sich seine Feinde damit erschöpfen werden, die Mongolen und sich selbst zu bekämpfen. Er muss sich lediglich mit Nahrung, Vorräten und Munition eindecken und zum Festland segeln, wenn die Zeit reif ist. Ich würde dich gegen nichts tauschen. Kann er da nicht durchlaufen normal? Bin ich ja mal gespannt jetzt, oder? Natürlich mitnehmen, ne? Endlich gibt es Neues. Ja, Fürst Shimura. Ich fand Goro in der Omugi-Bucht. Betrunken? Jetzt nicht mehr. Er begleicht seine Schuld bei euch und segelt zum Festland. So widerlich er auch ist, niemand kennt das mehr wie Goro. Diese Männer überbringen die Nachricht? Genau. Kotaro und Jiro sind loyal und mutig. Sie werden beim Shogun um Verstärkung bitten. Goro ist bereit. Er trifft uns in der Nähe und führt uns zum Boot. Wir reiten, wenn die Zeit reif ist. Nutzt die Zeit, den Kampf vorzubereiten. Ja, Onkel. Es ist Zeit. Zu euren Pferden, Männer. Wir sind bereit, mein Herr. Aufpassen. Und sucht unseren Schmuggler. Ugh.
Ich sehe euch stets an, wenn ihr mich etwas fragen wollt. Raus damit! Wie habt ihr Goro kennengelernt? Ich erwischte ihn beim Verkauf von verbotener chinesischer Seide. Ich verbrannte seinen Bestand und ließ ihn gehen. Er hätte die Peitsche verdient, doch ihr saht einen besseren Weg. Ein geschickter Seemann kann von großem Wert sein. So, das Schiff da, oder was? Bestimmt die Mongolen nicht so. Haben viele Schiffe. Kann Goro sie alle umgehen? Ihm bleibt keine Wahl. Was machen wir, wenn sie uns erwischen, mein Herr? Fürchtet den Tod nicht, Kotaro. Lebt voller Mut und vergesst nie jene, für deren Schutz ihr kämpft. Das wird wird. Bin unschlüssig. Fürst Shimura! Goro! Wo ist euer Boot? Hier lang. Es freut mich, dass ihr lebt, mein Herr. Danke, dass ihr eure Schuld begleichen wollt. Dann sind auf den Toten. Ich gebe mein Bestes, doch ich fürchte, die Mongolen versenken mich, bevor ich weit komme. Sie haben einfach zu viele Augen auf dem Wasser. Vielleicht können wir sie irgendwie ablenken. Steigt ab. Ab hier laufen. Vor Mitodakel. Mein Vater eroberte diese Festung vom Yarikawa-Clan. Jetzt haben es die Mongolen. Wie überrascht die sein werden, wenn zwei Samurai es ihnen wieder wegnehmen. Wenn wir im Fort genug Lärm machen. Schauen die Besatzungen der Schiffe zu uns, nicht aufs Wasser. Goro, wir sorgen dafür, dass der Feind aufs Fort schaut. Segelt los, wenn ihr Kampflärm hört. Ihr werdet sterben, mein Herr. Überbringt einfach meine Botschaft. Die Pferde verraten uns nur. Wir gehen zu Fuß, Fürst Sakai. Das ist doch diese Festung, oder? Klar ist das die Festung. Das ist genau die Scheiße, was hier zu viel war. Wusste ich doch, dass das irgendwie mit einer Quest noch zu tun hat. Die mongolischen Armeen sind beachtlich, doch unser Angriff wird sie überrumpeln. Beten wir, dass sich das bewahrheitet. Sie sind in der Überzahl, können aber nicht alle gleichzeitig angreifen. Wie lange bleibt uns das Überraschungsmoment? Nur bis wir den Gegner sehen. Dann schlagen wir zu. Ist das die Festung? Nee, das ist ja nicht die Festung. Die wird nicht das Fort war hier oben. Koya-san. Und das jetzt? Mongolen voraus! Wir könnten ausweichen. Wende deinem Feind den Rücken zu und ihr sterbt mit einem Schwert darin. Sumuda! Oi! Udo Kikta! Für Tsushima! Wir sind im Fahrzeug! Über die Brücke! Seid ihr bereit, Onkel? Tötet die Stärksten zuerst! Es kommt noch mehr
aus den Toren. Greift an, schnell! Was ist Betty? So. Hervorragend, Jin. Gut gemacht. Das waren dann alle. Vorwärts durch das Tor. Ich bin stolz, mit euch zu kämpfen, Jin. Seht, wie der Gegner euch fürchtet. Ihr seid ein wahrer Krieger. Hab Dank, Onkel. Bleibt wachsam. Bogenschützen, in Deckung! Wir müssen durch das Tor. Fürst Sakai, mir nach! Verwüstet das ganze Vor! Ihre Schiffe sollen sich hierher wenden, nicht zu Goro! Dasha! Turgut! Sif, das Geist! Ein meisterhafter Schlag! Alter Falter, geht ab hier. Das geht ab. Wir haben ihre volle Aufmerksamkeit. Tötet sie alle! Jawoll! Alter, was ist das? Sie haben eine Hoata! Unser neues Ziel! Kämpft euch zum Turm, Jin! Mäht sie nieder! Guter Schlag, Fürst Sakai! Nicht nachgeben! Vorwärts! Jawohl, Alter! Das ist ja richtig geil, wa? Mehr Mongolenhunde! Mehr Mongolen! Strömt durch sie! Haltet nur inne zum Töten! Haltet nur inne zum Töten, auch geil, oder? Wisst doch, was ich euch lehrte. Ich bin stolz, mit euch zu kämpfen, Jim. Gott, ich hoffe, wir können dann nachher nochmal rennen. Gut, Hux, Samurai. Genie, bin ich wollen. Ich glaube, das ist so ein großer, ja. Jawohl, Alter.
Da zeige ich doch immer. Wir haben ihm Zeit verschafft, aber nicht genug. Sie haben ihn entdeckt und ihre Schiffe sind schneller. Unsere Männer sind schutzlos. Nein, sie haben uns und wir haben eine Watcher. Eine Waffe des Gegners, nicht der Samurai. Das Einzige, was zählt, ist, unsere Männer zu retten. Ihr beherrscht dieses Gerät? Ich lerne schnell. Zerstört die Mongolenschiffe. Und überlass die Wachen mir. Onkel. Hier werden wir nicht sterben, mein Junge. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolen-Schiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Wo schützen? Nach da. Noch mehr Schiffe. Durchhalten, Goro. Geschafft, Goro. Holt Hilfe beim Shogun. Alter, geil, oder? Ich wusste es. Ihr beweist, dass man Mongolen aufhalten kann. Ihr lehrtet mich den Kampf. Ich darf euch nicht enttäuschen. Das habt ihr noch nie. Ich bin stolz auf den Krieger, den Mann, der ihr nun seid. Jin, meine Nachricht an den Shogun enthielt eine Ankündigung. Ich wünsche euch offiziell als Sohn zu adoptieren. Onkel. In meinem Herzen wart ihr stets Erbe meines Vermächtnisses. Wenn der Krieg endet, machen wir es offiziell. Eines Tages sieht unser Volk in euch seinen Anführer. Ihr werdet sein ehrenhafter Jito. Gestützt durch die ganze Macht des Shoguns. Ich hoffe, ich diene ihm so gut wie ihr. Das werdet ihr. Boah, Alter! Wir müssen fertig sein, bis die Verstärkung des Shoguns kommt. Was befehlt ihr? Schließt eure Vorbereitungen ab. Ich werde dasselbe tun. Wenn ihr bereit seid, trefft mich in unserem Lager in Kubara. Dann werden wir Khotun Khan meine Burg entreißen. Und unsere Heimat retten. Als Vater und Sohn. Der Shogun persönlich wird unseren Sieg feiern. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin. Seid auf der Hut. Jawohl, Alter, jawohl, Alter, jawohl. Das ist gut. So, sind wir jetzt noch in der Burg? Kann ich die jetzt, die haben wir jetzt eingenommen, oder was? Kann ich die Kleidung jetzt mal wechseln hier?
So, das ist jetzt hier die Burg, ne? Kommen wir jetzt hier durch? Alter, wir kommen hier nicht durch, oder was? Ich will aber jetzt durch. Das ist ja scheiße, wa? Gibt doch keine Möglichkeiß, jetzt durch diese scheiß Buchte da wieder zurückzukommen. Wieso haben die Tore verschlossen? Oder was soll das? Ja, spring doch halt noch bis runter. Das ist ja doof. Okay. Schön, dass ich jetzt hier nicht mehr in die Burg rinkomme und dann die Sachen sammeln kann. Ah, das kotzt mich ja schon wieder an, wa? Legendenerzähler. Geh mir doch nicht auf die Zeiger, du Legendenerzähler. So, Fürst Shimuras Lager. Die Frage ist... Wollen wir das schon annähen? Das werden wir bestimmt in der... Nee, in der Zeit noch nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal... Wir gehen erstmal hier hin. Holen das Geschenk ab. Und dann werden wir oben noch ein bisschen um die Burg Shimura noch so ein bisschen freiräumen. Hier vibriert immer noch wie Sau. Und ich weiß einfach nicht, woher das kommt. Schon mal wieder rausgefunden, warum das hier in dem Tor vibriert. Ich war schon ganz oben, aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was die von mir wollen. Und dieses scheiß Wetter hier, das geht mir langsam auf den Zeiger. Ich habe ja wohl jetzt eine ganze Weile schon nicht mehr... Oh, nein. Gnadenloser Bandit. Für alle, die sich nicht von ihrer Vergangenheit verstecken müssen. Die sich nicht vor ihrer... Okay. Aber der Ditter hat Geschenk gekriegt. Man weiß es nicht. So, gut. Würde ich sagen, hier rüber. Machen wir noch die restliche Fragezeichen jetzt hier oben hier. Und in der nächsten Folge nehmen wir uns dann der Hauptqueste an. Mir fehlt das immer noch wie bei Witcher, dass das alles hier... Ah, ich hab keine Herausforderung gemacht. Alter, schießen die von der Pferd? Manometer, ey. Ich hab doch Herausforderung gedrückt. Komm schon runter hier. Wo denn? Wo ist der? Ach, da! Freunde der Sonne. Habt ihr denn alle einen Knall? Da oben sind doch gerade welche langgelaufen.
50 Meter in die Richtung. Na denn? Fuchsbau. Ja. Fuchsi. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, der Fuchs ist schon weg, der wollte sich nicht streicheln lassen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Briert hier schon wieder irgendwas? Hier vibriert wird. Sind das unsere Leute oder wem hören die da? Die werden nicht als rot angezeigt. Ich bin geehrt, Fürst Sakai. Guten Tag, mein Herr. Trockenfleisch. Ohne euch wären wir tot. Gute Reise, mein Herr. Gute Besserung. Tsushima schuldet euch Dank. Die haben sich hier richtig gemütlich gemacht in dieser alten Mongolen-Jurte. Das ist doch gut, dass das für Leute sind, die da irgendwie noch Unterschlupf brauchen. Muss ja nicht mal alles abbrennen, was die haben. So, wo wollte ich jetzt hin? Da drüben ist auch noch ein Fragezeichen. Ach, hier bist du. Bald können wir ausruhen. Ja, das sagt er meistens. Hä? Voll? Bambus ist voll? Ernsthaft? Bambus ist voll. Wir haben komplett alles voll. Flotter, Nobu. Okay. Den Bär werden wir jetzt nicht töten. Da lang. Oben oder unten? Ich würde mal hier oben lang reiten. Was haben wir denn hier noch? Wer stellt sich mir zuerst? Ja, leck mich am Arsch, Mensch, sagt er. Ja, leck mich, Chichu. Na komm schon. Ich seh nichts. Okay. Kaumi kämpft schon wieder. Vielleicht habe ich die falsche Kleidung an, das falsche Schwert. Irgendwas muss es ja sein. Ich habe hier ehrenhaft gekämpft. Also, liebe Wetter,
Geh mir nicht auf den Zeiger. Echt nicht. Kann doch nicht sein, dass das hier... Wahrscheinlich ist es unehrenhaft, überhaupt gegen die zu kämpfen. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Hier noch irgendwo was? Hier leuchtet doch irgendwas. Pfeil. Ich hab so ja die Samurai-Rüstung an. Was wollen die denn jetzt noch von mir? Sag mir das mal. So, wir sind aber immer noch nicht an dem Platz, wo ich hin wollte, oder? Das würde ich jetzt noch machen wollen. Ach so, warte mal. Ich möchte ja einen Knopf haben. Ein Rad, wisst ihr, so wie bei Red Dead Redemption, wo man sich dann das aussuchen kann. Fuchsbau. Aber hier ist keiner mehr. Wo? Wer will kämpfen? Ah, verdammt. Fuck. Da war ich ein wenig zu schnell. Nee, zu langsam war ich. Scheißen. Scheißendreck. So, wo ist der Fuchs? Da ist der Fuchs. Dann führe mich, mein kleiner Freund. Sehr gut. Aber da war doch schon wieder irgendwas gewesen, oder? Da sind... Da sind doch welche. Warum konnte ich nicht herausfordern? Die haben mich doch ja nicht gesehen. Alter, ich komm nicht weg. Yeah.
Also manchmal ist es ein bisschen seltsam, warum man nicht herausfordern kann. Jetzt habe ich eine Geisterwaffe benutzt. Und es regnet nicht. Das sollte mir zu denken geben. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tüdelü.